Leute, 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 willkommen hier auf meinem Kanal. Heute reden wir mal wieder über mein Lieblingsspiel, Splatoon 2. Und ich war gestern nicht auf 180, sondern auf 1080, 180, 1000, ich weiß nicht. Die Seeigel-Rockbühne. Statistisch gesehen, die Map, wo ich am meisten verliere und am meisten eingesplattet werde. Schaut euch das an, es läuft jetzt nicht mal eine halbe Minute, schon ist von meinem Team Gefahr. Und ja, der Gegner ist schon in unserem Bereich hier. Das ist, man wird von hinten attackiert, von vorne, von der Seite. Guck, ich habe genau darauf geschossen und trotzdem zack, weg und schon wieder gespawnt. Die Seeigel-Rockbühne, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, ich frage mich auch, wo sind meine Mitspieler? Wo sind die Leute aus meinem Team? Gut, Fabi habe ich erledigt. Ja, tschüss, Fabi. Ja, das sieht gut aus, aber nein, 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 nein. Ich mache gute Punkte. Ja, ich mache gute Punkte. Aber das bringt ja nichts, weil. Ja, zack. Und wieder bin ich weg. Ich weiß nicht, mag mich diese Map nicht oder. Keine Ahnung. Schaut euch das mal an. Alles grün vom Gegner. Das ist jetzt nicht nur gut. Sowas kann ja mal vorkommen, ja. Das kommt immer mal vor. Aber bei mir kommt es, also wenn ich spiele, fast immer, also auf der Seeigel-Rockbühne, so oft vor, dass jemand auf Level 191 und hat nur 3 Punkte eingefärbt, vielleicht disconnected, keine Ahnung. Tja, dann habe ich mich halt mal alleine auf diese Map begeben, ganz alleine, und hab ihr mal ein bisschen Saures gegeben. Ja, da nimm du Seeigel-Rockbühne. Heieiei, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Ich muss da mal meine ganze Wut rauslassen an dieser Map. Ich weiß, diese Map selbst kann nichts dazu. Das sind immer die Spieler, aber naja, wenn man alleine ist, schaut mal, da habe ich einen Bereich entdeckt, wo ich gar nicht wusste, dass man da hin kann. Wie auch, wenn man vorher ständig immer wieder abgesplättet wird. Ja, wie soll man dann so überhaupt so weit kommen? Und guck, da ist eine Stelle, wo man auch einfärben kann. Wusste ich gar nicht. Ja, ja, das ist ja der Hintereingang, wo man auf die Bühne kommt, wo normalerweise Musik gemacht wird, auf so einer Rockbühne. Warum heißt die eigentlich Seeigel-Rockbühne? Spielen da Seeigel oder? Ach, keine Ahnung. Wisst ihr, ich liebe dieses Spiel ja heiß und innig, und ich liebe auch alle Maps. Eigentlich mag ich auch die Seeigel-Rockbühne. Eigentlich. Aber das ist irgendwie so eine Hassliebe jetzt, weil auf keiner anderen Map wie auf der habe ich so oft schon verloren und bin abgestiegen. Also abgestiegen, was jetzt die Bewertung der Waffe angeht, ne? Also da gibt es ja die flotte Sprotte, kleiner Fisch und was war das? Der tolle Hecht. Der Hammerhai. Ich habe irgendwas, ein sehr hohes Level Hammerhai gehabt mit dieser Waffe, wo ich jetzt gerade dagegen meinen Frust ablasse. Die nimmt das, du Seeigel-Rockbühne, ja, das und das. Ja, ein bisschen eingesaut da jetzt mit Farbe. Die Farbe läuft schön runter, ja, da. Wunderschön, aber ja. Wie gesagt, also im letzten Video, wo ich ständig gesagt habe, ich verliere in letzter Zeit ständig, dabei sein ist alles. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie wütend oder frustriert. Ich mag das Spiel trotzdem immer noch. Aber die Seeigel-Rockbühne, irgendwie, die hat Narren an mir gefressen, ja. Die mag ich irgendwie nicht hier. Da, nimm. Da geht die Farbe, weiß die Farbe, geht die Farbe nicht ran. Naja, danke, dass ihr es zugeschaut habt. Würde mich freuen über ein Abo oder ein Like oder ein paar Kommentare. Oder gibt es auch Maps, die ihr hasst und verachtet, ich meine, auf denen ihr nicht so gut zurechtkommt? Schreibt es mir gerne. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.